Das heutige Gericht heißt Gubrera. Es ist ein bisschen schwer zu übersetzen, aber ich würde sagen, es das Näherste, wo man drankommen könnte in der Übersetzung, ist alter Mann gerührt. So, ja, da sind wir wieder. Heute ist Freitag, es ist Abend, es gibt einen Herrenabend und dazu brauchen wir einen Imbiss, der einen guten Grund legt für das Bier trinken. Er ist ganz einfach zuzubereiten. Ich zeige euch jetzt, wie immer, die Rohwaren. Wir brauchen ein paar gewürfelte Kartoffeln, gehackten roten Zwiebel, ein gekochtes, gehacktes Ei, etwas Mayonnaise, Creme fraiche, ich habe das Magermodell genommen, Matthias-Heringe, Roggenbrot und natürlich ein gutes Bier. Zubereitung ist ganz einfach. Was ich euch noch über die Kartoffeln sagen wollte: Die Kartoffeln sind fingernagelgroß in Würfel geschnitten. Sie sollten nicht direkt aus dem Kühlschrank kommen. Am besten ist, man kocht sie am Vormittag, damit sie Nachmittag schön zum Schneiden gehen. Und weil aus dem Kühlschrank, da sind sie kalt und hart. Die Zubereitung ist denkbar einfach. Ich nehme die gekochten Kartoffeln, gebe den Zwiebel und das Ei dazu, den geschnittenen Matthias, aber bitte ohne Marinade, darüber ein paar Löffel Creme fraiche, etwas Mayonnaise, gut vermischen, sollte man die Matthias-Heringe als zu intensiv empfinden, so kann ich empfehlen, ein paar Apfelwürfel oder Radieschenwürfel dazu zu mischen. So, das war's auch schon. Wir sind schon fertig. Es geht zum Anrichten. Zum Anrichten eine Scheibe Roggenbrot aufs Teller. Von unserer Mischung reichlich darauflegen. Schauen, dass jedes Brot etwas Fisch enthält und von überall die Zutaten auch dabei sind. Es kann reichlich aufgetürmt werden. Zum Schluss noch etwas Dille. Jetzt kommt das Beste zu diesem Gericht. Ein Glas Bier, frisch aus dem Kühlschrank, eiskalt. Das zweitwichtigste zu diesem Gericht ist ein Lille. Ein Lille ist ein kleines Glas Schnaps. Es ist gut für die Verdauung. Eigentlich sollte es Aquavit sein, aber Aquavit habe ich keinen zu Hause. So, ich begnüge mich mit einem kleinen Wodka. So schaut unser Gericht aus. Das Gubrera auf Roggenbrot, ein Glas Bier und ein Lille.